Hallo, hier spricht wieder euer Remora. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge meines XCOM 2 Playthroughs auf dem Schwierigkeitsgrad Legende Iron Man. Wir haben den Vergeltungsschlag in Ostamerika vor uns, Operation Göttlicher Monarch. Und da springen wir dann auch gleich mal rein. Wen bringen wir mit? Ich möchte eigentlich die neuen Waffen, die neuen magnetischen Waffen mitbringen, weil die einfach mehr Schaden machen. Das heißt, wir bringen Sam, Ilaria und Rob. Weil die tragen diese Waffen und ergänzen mit Ygritte, weil ein Sniper auf einer Retaliation-Seite ist eigentlich sehr gut. Und wir bringen Ed mit, einen Grenadier können wir auf jeden Fall brauchen. Gut, dann was haben wir noch an Items? Die haben wir alle schon dabei. Okay, passt. Schwierigkeit Mittel, ich gehe mal von 4 Gruppen aus. Ausgesendetes Notrufsignal und soweit wir wissen, schlagen die Aliens gegen einen Außenposten des Widerstands zurück. Es sieht nicht gut aus. Wir rücken aus, um das Gebiet so schnell wie möglich zu sichern. Neutralisieren Sie alle Feinde. Der Firebrand bringt uns ins Widerstandsversteck Neuirdische Höhle in Ostamerika. Und wie immer bei so einem Retaliation Strike muss man einfach nur alle feindlichen Streitkräfte töten, bevor sie es geschafft haben, genug Zivilisten zu töten. Also das heißt, wir müssen 6 Zivilisten retten. Oder 6 müssen am Schluss noch übrig sein, wenn wir alle feindlichen Streitkräfte eliminiert haben. Minus 1-5. Feinde greifen den Außenposten an. Eliminieren Sie alle Einheiten und schützen Sie die Zivilisten. Gut. Edwins Auftritt hier war laut und unsere auch. Dieses Mal ist der Abwurfpunkt demnach nicht verborgen. Gut. Wir haben ja das düstere Ereignis Wachsamkeit. Das heißt, die Aliens entdecken uns eher. Was aber jetzt hier nicht viel ausmacht, weil wir sowieso schon aufgedeckt sind. Außer natürlich unsere beiden Ranger. Schauen wir mal kurz, wo sind wir da? Aha. Wie gesagt, Ygritte bringen wir gleich mal eine gute Position. Da bleibt sie hoffentlich erstmal ein bisschen. Good copy. Moving on target. Advent Forces sighted. Oha! Hier oben sind Advent Forces. Ganz schlechter erster Move. Was sind das? Ein Captain, zwei. Ein Captain. Zwei Trooper. Wow. Okay, das passiert eher selten. Ed. Ich glaube, wir brauchen eine Granate. Jo, die haben alle noch auf Cover. Da können wir vielleicht sogar rauskommen ohne größeren Schaden. Kommen wir da bis hinten? Eins, zwei. Okay, die zwei kriegen wir. Das ist der Captain, das ist ein Trooper. Auf geht's, Ed! Oh, 4 Schaden auf den Trooper, der ist damit down. Und der Captain hat 3 bekommen und der steht auch noch einigermaßen geflankt da, sehe ich gerade. Oder? Kriegen wir den geflankt? Na, wo müssen wir hin, dass wir den flanken können? Ah, wir müssen weiter rechts, um den zu flanken, okay. Den können wir denn dann nach rechts bringen. Das Problem ist natürlich, dass wir jetzt hier auch unsere Ranger gleich mal alle aufdecken müssen, aber. Können wir hier irgendwie rauskommen wollen? Aus der Geschichte. Mal schauen. Also wir haben jetzt hier nochmal den mit 4 Leben und den hier mit 4 Leben. Wenn wir hier hingehen würden, was natürlich im dann irgendwelche Möglichkeiten hier.
wird natürlich offen rumstehen. Wollen wir das riskieren? Wollen wir sie lieber hier in Schutz bringen? Was könnte sie uns bieten? Sie könnte uns eine Splittergranate bieten. Eventuell auf den Advent-Captain. Das könnte ihn töten, aber wahrscheinlich bleibt er mit einem Leben wieder mal stehen. Hier sehen wir da irgendwas. Können wir da irgendwo hinschießen? Das ist weit hinten. Okay. Wenn wir Sam hier hinstellen, hätte er freien Schuss auf den, aufgrund dessen, weil er aus Concealment schießt. Gehe davon aus, dass er den links, den Captain, töten würde. So schon schwierige Entscheidung, weil wir stellen ihn halt hier wirklich einfach ins Offene. Okay. %89. Okay. Sam? Nice shot. 12 Damage. Ja, die neuen Waffen. Haha. Hostile neutralized. They're on to me. So. Jetzt haben wir noch Rob. Wäre natürlich cool, wenn wir den erstmal verdeckt lassen könnten. Das sind 55%. Ygritte. Kommt nicht bis dahin mit der Granate. Mit der Pistole wären es 52%. Pistole. Wenn wir treffen würden, dann könnte man mit Ilarias Gefechtsprotokoll den zur Strecke bringen. Jawohl. Sehr schöner Treffer, Ygritte. Dann Gefechtsprotokoll und wir sind durch. Da hat man jetzt aber noch mal ein bisschen Glück. Erste Gruppe gleich im ersten Schritt geöffnet und auch noch gleich in der ersten Runde getötet. Gut. Ja, Rob, bist noch da? Du kannst jetzt noch ein bisschen scouten gehen, aber nicht allzu weit. Good copy. Moving on target. Da gehen wir ganz vorsichtig vor. Ehrlich gesagt, reicht mir das auch schon. Ich will es jetzt hier nicht irgendwie übertreiben. Aha, da ist ein Sektoid. Mal schauen, wo war das? Gehen wir zurück. Will nicht. Oder nur sehr langsam. Also. Okay, das hat ja richtig lang gedauert. Okay, also das heißt, wir bewegen uns in die Richtung nach vorne. Sprich, ich habe Rob hier eigentlich eher schlecht positioniert. Retten wir mal hier den ersten. Wollen wir hoffen, dass hier kein Faceless dabei ist. Bei den zweien. Hier ist schon mal keiner. Und hier den zweiten. Gut, zwei gerettet. Gegner noch nicht gesehen. Auch wenn wir bis hierher gehen. Machen wir nichts auf. On the move. Heading out. Erstmal Feuerschutz. Kommt eine Gruppe tatsächlich? Nein, aber es ist ganz nah. Okay, der Sektor ist quasi in Reichweite. Das heißt, die werden wir jetzt, denke ich mal, gleich treffen. Aber vielleicht reicht es sogar schon, wenn wir Ilaria herziehen. Nein. Sam hierher, vielleicht reicht das zum Aufdecken. Ich glaub's aber auch nicht. Okay. Ed. Machen wir mal hier hin. On your order.
target position now. Ich glaube, wir gehen nochmal in der Overwatch-Runde. Wir hoffen, dass die Gruppe jetzt in unsere Richtung geht. Nein, das sind noch immer gegen. Oh, vorbeigeschossen. Huh. Schön geduckt, Zivilist. Aber ich glaube, er kriegt nochmal einen Schuss von links. Nein. Okay, das ist gleich noch eine zweite Gruppe. Eieiei. Okay, da sind gleich zwei Gruppen. Hier ist eine Gruppe und hier ist eine Gruppe. Das könnte jetzt schlecht für uns laufen. Jetzt wollen wir mal nicht zu viele Gruppen aufmachen. Eine würde mir schon vollkommen reichen für die Runde. Sam? Das reicht immer noch nicht, um die aufzumachen, okay. Moving to designated position. Enemy squad located. Okay, was ist es? Sectoid. Stunlancer. Mhm. Wie weit können wir jetzt da vorgehen? Untouched. Weil das was passiert. Also bis hierher. Das heißt, ich gehe davon aus, der Schritt mehr wird die aufdecken. Ah, okay. Mhm. Warum hat er sie eigentlich noch nicht gesehen? Sind auf derselben Höhe? Ja, wahrscheinlich, weil sie beide rechts sind. Mhm. Bringen wir Ed nach unten. Geht mal in die Position hier. I'm on it. Ich hoffe ja immer noch, dass uns die reinlaufen und wir sie gar nicht aktiv aufdecken müssen. Sí, tú lo dices. On Overwatch. Poniéndome en guardia. Come get some. Affirmative. I'm on it now. Na kommt, jawohl, sie kommen, super. War vorbei. Ja gut, war nur 42%. That is not good. Okay, jetzt haben sie uns entdeckt. Jetzt kommen sie hoffentlich näher, dass wir noch ein paar Schüsse kriegen. Lari auch vorbei. 40%. Die andere Gruppe ist nach hinten gegangen und wütet da weiter. Irgendwas da hinten, jawohl. 77% auf den. Ja, das machen wir auch gleich, sonst hat sie keine Möglichkeit, würde den auf jeden Fall gleich mal eliminieren. Wenn sie trifft. Sie hat irgendwie getroffen, obwohl es ausgeschaut hat, als wenn der Schuss durch den Baum ging. Und die Anzeige ist auch komisch. Die Anzeige hat jetzt irgendwas von 100% gesagt, obwohl hier eigentlich 77 stand. Hm. Na ja, gut, weiß nicht, ob man dem Mod so 100%ig vertrauen kann. Ed, wenn wir dich hier hinbringen, könnte man da eine Granate ins Ziel bringen? Ja, ich denke schon. Das machen wir auch. Die Granate müsste eigentlich beide treffen und Cover wahrscheinlich komplett wegnehmen bei beiden. Ah, okay, das Cover vom Stunlancer kriegen wir nicht weg. Aber er ist eh nur ein Half-Cover, also nicht ganz so schlimm. Lieber das Full-Cover vom Sektor wegnehmen. Mhm, beide drei Schaden, beide noch 5 bzw. respektive 7 Leben. Okay, Laria hat jetzt einen einigermaßen freien Schuss auf ihn. Was hat sie jetzt eigentlich? 5 bis 7. Okay, war, vorher war die Waffe 3 bis 5, jetzt ist es 5 bis 7. Sam. Oder erstmal Rob vielleicht. Rob müsste aufgrund ja, seiner Position hier eigentlich einen super Schuss haben, denke ich. Mit hoher Crit-Chance und Minimum 6 Schaden. Das heißt, wenn er trifft, 82% Chance, dann wäre der weg. Und beim Hintern hätte man 92% Chance, mit einer hohen Chance ihn wegzubringen. Ja, dann machen wir den Hintern eine höhere Chance, auch wenn es ein kleines. Warum hat der nur 67% Hit? Also der Mod scheint irgendwie zu spinnen. Der scheint nicht richtig anzuzeigen. Nichtsdestotrotz war das gerade nicht gut. Denn beide stehen immer noch.
Nochmal Schuss auf den Hintern. Sam, auch hohe Chance. Auch vorbei. Ja, jetzt aber. Da war die Anzeige richtig. Ich glaube, der Mod rechnet nicht alles mit rein. Hier war zum Beispiel bei Rob, glaube ich, war. Wie heißt das? Wie heißen die Dinger hier? Schattenangriff, glaube ich, nicht eingerechnet in den Mod. So, Ilaria. Tja, wir werden wohl einen Hit von dem Stunlancer uns einfangen. Da bleibt jetzt nichts übrig. Nach so vielen Misses. Ich glaube, es waren jetzt 1, 2, 3 Misses. Und alle mit einer Chance von 70% aufwärts. Ja, der Sektoid schließt sich einer anderen Gruppe an. Dann lass den Stunlancer alleine. Was jetzt? Oh, er rennt nach hinten und hat einen Zombie. Er läuft sogar außerhalb unserer Sichtkreises. Faszinierend. 4 Schaden leider auf Rob. Der ist desorientiert. Man, er wird sie nicht rächen können jetzt. Vielleicht rächen können. Ich kann nicht schauen, wie lange er ist. Immer noch desorientiert. Da wird jemand anders das übernehmen müssen. Denk mal, Sam. Sam wird die Sache hier übernehmen müssen. Ach, das ist gar nicht Sam. Jetzt habe ich ihn verklickt auch noch. Ah! Okay, gut. 91% Chance. Beide ganz in Schwarz. Da bin ich jetzt tatsächlich durcheinander gekommen. So, was haben wir? Wo ist denn der Sektoid? Mal schauen, ob wir ihn von hier sehen. Ja, hier sehen wir ihn. Und auch noch flanked. Sam, bitte abbauen. Wow, was ist los mit Sam heute? Irgendjemand muss den da hinten erwischen, verdammt nochmal. Ygritte? Auch nicht. Okay. Wenn ich hier hingehe, sehe ich den Sektor dann. Ja, nochmal 75% Chance. Als irgendjemand trifft doch jetzt mal. Jawohl, aber leider hat er immer nur 2 Leben. Jetzt haben wir ein richtiges Problem eigentlich. Bei dem Zombie, den wollen wir unter gar keinen Umständen, dass der auf uns einschlägt. Müssen wir eigentlich den abbauen. Macht man zwar eigentlich eher ungern. Desorientiert, trotzdem auch pulverisiert. Absolut. Trotz Desorientierung hat er den jetzt gerade mal hier so komplett pulverisiert. Sehr schön. Und Ygritte bringen wir mal in eine bessere Position. Die bringen uns jetzt da hinten nicht mehr so viel. Boah, jetzt sind wir aber schon lange am Kämpfen mit dem. Mit dem blöden Sektoid. Jetzt kommt die andere Gruppe. Ja gut, war irgendwann klar. Das ist also ein weiterer Sektor, einen Trupp habe ich schon erkannt. Und ein Stunlancer. Oh, Sam ist jetzt auch noch in Panik. Aber das Gute könnte sein, dass er jetzt, dass er schießt. Nein, ich glaube, er ist in Deckung gegangen. Wie geil! So. So, Moment. Was ist jetzt hier genau passiert? Also den Sektoid da hinten hat es getötet durch die Explosion. Der Sektoid hat 6 Schaden bekommen und der... Nein, der hat leider keinen. Ich dachte, der hätte auch noch einen Schaden gekriegt. Okay. Situation hat sich für uns verbessert. Ich glaube sogar, sein Panik müsste jetzt aufgehoben sein. Ja, ist es, oder? Ups, wollte ich jetzt nicht. Entschuldigung. So. Den Stunlancer haben wir da drüben. Den können wir. Genau, den können wir schön so treffen. Passt. Grid.
Hat was. Auch ordentliche Chancen. Sehr schön. Dann haben wir noch Ed. Der hat jetzt natürlich keine Granaten mehr, aber der müsste eigentlich auch einen ordentlichen Schuss in Full Cover auf den Sektoid kriegen. Das, da können wir uns schon mal hinbewegen, weil da bin ich absolut einverstanden mit dem Move. Jetzt sollte man vielleicht mal anfangen. Also Stun Dancer ist absolut Prio 1. Hagrid. Oh, schon mal die Hälfte. Die Hälfte an Leben ihm genommen. Mehr als die Hälfte. Das heißt, Ilaria hat eine gute Chance. Auch wenn heute das Zielwasser nicht so gut ist, aber gleich mal den komplett erledigt. Nice. Und eine Beförderung. Sehr schön. Somit ist jetzt unser Frontrunner. Auch Ed, 76% auf den Sektoid. Jawohl, zerlegt. Dank dem explodierten Auto. Okay, wir haben nur noch Rob. Und der wird wahrscheinlich auf den keinen Schuss nicht abkriegen. Egal, wie wir es hindrehen. Kommt aber schon mal ein bisschen näher. Bleibt in Full Cover, hat ja nur noch 3 Leben. Macht auch Hunker Down. Vorsichtshalber. Also, ich hätte gesagt, es läuft. Ja, das explodierende Auto, jetzt dieser Trooper, der warum auch immer sich entschieden hat, hier auf den Zivilisten zu gehen und dann auch noch vorbeizuschießen. Sam. Ah, das ist immer so eine Sache hier mit meinem Mikro. Das steht immer im Weg und ich sehe gar nicht, wenn die Leute nachladen müssen. Ja, Hagrid, da sehen wir den Schuss. Aber den kriegen wir auch so weg. Jawohl. Da ist er schon. Oh, kommen schon die Faceless. Waren es doch nur drei Gruppen. Okay. Das Gute ist, dass die in unserer Runde kommen. Somit haben wir die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Wenn sie in ihrer Runde kommen, sofort bewegen, sofort angreifen, ist immer ganz schlecht. So, wo haben wir jetzt die? Wo sind jetzt die ganz genau? Okay, einer links, einer rechts. Sam steht besonders schlecht. Deckung bringt eigentlich nichts. Was haben wir noch? Ed. Wir könnten zumindest versuchen, einen zu treffen. Der könnte vielleicht zu weit weg sein. Dass ich am Boy, nee, der ist definitiv nicht zu weit weg, um Sam zu treffen. Trotzdem ist mein Ziel, den linken auf jeden Fall abzubauen. Gehen wir so nah wie möglich irgendwie hin. Ohne dass wir attraktiv für den wären. Rob. ...97% Chance. 8 schon mal reingejagt. Den sollten wir aus meiner Sicht auf jeden Fall kriegen. Ja, dann werden wir nur einen Hit einstecken müssen von dem Faceless. Bleibt uns nichts übrig. Okay, aber gerade down. Genau die 4 Schaden, die wir gebraucht haben. Ja, Ilaria lädt mal nach. Und gibt Sam. Hilfsprotokoll. Weil er
gehe mal davon aus, obwohl, ne, Ed ist vielleicht derjenige, der den Schlag abkriegt. So, muss man sich entscheiden, wer das kriegt. Einmal oder zweimal. Wo ist er? Machen wir genau, da hinten steht er genau. Wo wird er hinlaufen? Gute Frage. Ich gebe es mal Sam. Schauen, was er macht. Okay, er geht wirklich auf Sam. Das haben wir schon mal richtig gemacht. Das war doch zu weit weg. Oh, wir sind Glückspilze. Wir sind Glückspilze. Okay. Den Kill möchte ich gerne an Elaria füttern. Das heißt, Sam, du kannst den schon mal vorbereiten. Nicht töten, wollte ich eigentlich noch dazu sagen. Und dann Elaria versuchen wir, vielleicht schaffst du ihn. Jawohl, sehr schön. Menes 1-5, Status bestätigt. Wir orten keine weiteren Kontakte mehr. Das Einsatzgebiet ist gesichert. Gut. Menes 1-5, Status bestätigt. Mission erfüllt. Ja, 12 Gegner hatten wir insgesamt und ja, Wob hat einstecken müssen. Denk mal, der fällt mal so für 20 Tage ungefähr aus. Die Mission war ein voller Erfolg. Verletzung muss man halt einfach mal einstecken. Bisher immer noch keinen Toten, das kannst du gar nicht glauben. Bisschen blöd war der erste Move, wo wir gleich die Gruppe aufgedeckt haben, aber immerhin konnte man sie sofort abbauen, die Gruppe. Ja, und ansonsten hat man ganz schön Glück hier. Das explodierende Auto war natürlich grandios. Und dann auch der Trooper, der sich einfach um meine Leute gar nicht geschert hat, sondern seinem eigenen Business nachgegangen ist. Gute Arbeit, Commander. Ihre Leistungen im Einsatz motivieren das gesamte Team. 26 Tage krank, ist auch ein neuer Mod, der einem gleich hier anzeigt, wie lange er verletzt ist. Schade, Rob hat, waren es 3 oder waren es 4 Missionen, absolut überzeugt, war der beste Mann im Team. Jetzt müssen wir mal eine Zeit lang auf ihn verzichten. Und Elaria hat noch die Beförderung bekommen. Und eine verborgene Fähigkeit. Run and Gun. Das ist schon wieder gut. Also wir haben schon wieder eine tolle neue Fähigkeit bekommen. Es ist eine der Endfähigkeiten beim Ranger. Ja, und ist eigentlich für so einen Spezialisten und gerade für so einen Kampfhacker eigentlich ziemlich genial. So, was geben wir ja? Da tue ich mich jetzt immer schwer auf der dritten Stelle. Scan-Protokoll. Das kann mal nützlich sein, aber ja, so wahnsinnig toll ist es nicht. Und Sanitäter. Ist auch nicht der Brüller, aber man hat halt zwei Medikits. Und ich denke, ich gebe ihr Sanitäter. Auch einen Illyrium-Kern. Ach, der war in dem Loot, genau. Ganz am Schluss ist noch ein Loot getroppt. Nehmen wir. Sie und Ihre Männer haben den Aliens heute einen weiteren schweren Schlag versetzt, Commander. Beeindruckende Leistung. Was natürlich auch sehr gut ist hier. Noch 20 Vorräte mehr. Und ich glaube, der Drop war gar nicht mehr so weit weg. Ja, und Rob ist ein bisschen erschüttert jetzt, hat einen reduzierten Willen. So, was hatten wir letztes Mal noch? Oh, hier sind nochmal Vorräte. Jetzt haben wir hier Vorräte, die Rekruten immer noch. Und hier wollte man noch den Kontakt, richtig, hier wollte man noch den Kontakt herstellen und schauen, dass wir den kriegen, bevor die Vorratslieferung kommt. Ja, das ist weiter das Ziel. Kurs auf den westamerikanischen Bezirk. Ich denke, die Rekruten werden jetzt dann langsam verschwinden da oben. Jo, sind auch schon weg.
Okay. Aria ist jetzt ein dritter Ranger, den wir haben. Dann setzen wir jetzt noch den letzten Rookie, den wir haben, ein. Das ist Myrcella. Und aus ihr möchte ich jetzt dann eigentlich einen Spezialisten machen. Ja, da, Ed. Schaut ein bisschen zu, was Myrcella macht. Das ist Mirande. Wer macht hier noch Sit-Ups? Das ist Elaria. Ohne ihre Maske und ohne ihre Brille. Kann sein. Sehr gut, Leute. Immer in Schuss bleiben, ist ganz wichtig. Übertragung für Sie, Commander. Es waren aber wirklich nur wenige Stunden, dass wir den Kontakt nicht mehr hingekriegt haben. Sie haben im letzten Monat deutliche Fortschritte gegen die Aliens erzielt, Commander. Ich hoffe, dass Ihre fortdauernden Bemühungen weiterhin erfolgreich sind. Das hoffen wir alle. 164 Supply und ein Dr. Jor Mormont steht uns zur Verfügung. Müssen wir mal schauen, wenn es ein Ingenieur wäre. Möchte ich den ganz gern kaufen. Was haben wir? Ein verdecktes Ereignis. Rekruten kosten uns ab sofort mehr. Da müssen wir mal überlegen, ob wir noch schnell einen kaufen vielleicht. Und die Fertigstellung einer Alien-Einrichtung wird um 4 Wochen nach vorne gezogen, falls dieses düstere Ereignis eintritt. Okay. Lieferung ist klar, jetzt machen wir aber das noch fertig. Es kann wirklich nur noch Sekunden sein. Wir hören Sie. Neue regionale Kontakte gefunden. Ja, es wären halt 53 Vorräte mehr gewesen. Das waren wirklich, glaube ich, 2 Stunden ungefähr. Unglücklich. Sehr, sehr unglücklich. Okay, jetzt ist auch der eine Raum ist frei. Schauen wir uns das erst nochmal ganz genau an. Welcher ist das? Der linke. Okay, da bauen wir jetzt den Prüfstand rein. Ah, Testbereich heißt er. Das ist schon das Richtige, nicht, dass ich das falsche jetzt baue, weil ich den deutschen Namen nicht kenne. Aber das ist ja, okay. Das ist das, was wir laut Quest quasi machen sollen. Das ist schon der Richtige. Commander, unsere Energiesysteme arbeiten am Limit und haben keine freien Kapazitäten mehr, sodass wir unsere Einrichtung nicht weiter ausbauen können. Das heißt auch, wir müssen hier dringend anfangen, das auszubuddeln, freizuräumen. Jetzt können wir nichts mehr bauen, es sind 90 Tage. Okay, wir brauchen ganz, ganz dringend hier einen Ingenieur oder vielleicht sogar 2. Da schauen wir mal. Erstmal machen wir das noch fertig. Genau, da schauen wir gleich mal hier nach. Sind wir ja nicht weit weg. Sektor 8, Mexiko. Willkommen, Commander. Ah, es sind Wissenschaftler, den können wir halt gar nicht brauchen. Das heißt, hier gibt es nichts für uns, was irgendwie interessant wäre. Schwarzmarkt. Schauen wir mal da, was sich verändert hat. Berechnet neuen Kurs. Der Markt ist offen. Alien-Legierungen, Soldatenleichen und die beiden Stecher würden sie eventuell kaufen, okay. Wie viel würden sie da geben? Ja, nur 22, okay. Aber hier können wir natürlich Soldatenleichen verkaufen, weil 26 Stück brauchen wir ganz sicher nicht mehr. Da kaufen wir mal einfach mal ein paar. Okay, wir haben leider zu wenig Info, um hier irgendwas zu kaufen.
hätten sie was gehabt. Okay, es hat sich aber eh noch nicht geändert. Das sind immer noch die alten, glaube ich. Ja, dann geht's weiter hier zu den Vorräten. Avenger berechnet neuen Kurs. Denk mal, jetzt kommt dann gleich was. Das Ergebnis dieser Forschung kann unseren Fortschritt nur vorantreiben, Commander. Nein, jetzt haben wir auch noch die Gausswaffen fertig. Jetzt haben wir Magnetkanone und das Gaussgewehr, also für einen Sniper und für einen Grenadier die neuen Waffen. Und wir bekommen die Stunlancer-Autopsie umsonst. Ja, die ziehen wir dann aber auch gleich durch. Die Advent-Betäubungslanzenträger wurden scheinbar vor dem Hintergrund entworfen, sie in den Stadtzentren zur Wahrung des zivilen Friedens einzusetzen. Obwohl sie Waffen bei sich führen, die auch für nicht tödliche Angriffe ausgelegt sind, deuten jüngste Berichte eine zunehmend aggressive Haltung dieser Einheiten an. Diese Einheiten eindeutig zur Beruhigung ziviler Unruhen in ihren Stadtzentren geschaffen hat, greifen sie seit geraumer Zeit auf immer brutalere Mittel zur Befriedung zurück. Ja, jetzt bekommen wir die zweite Stufe des Schwerts. Die Pulsklinge. So, neue Forschung gehen wir an und das wird jetzt Plattenrüstung werden. Ich habe erwartet, dass Sie dieser Forschung Priorität einräumen, Commander. Ich melde mich, wenn der Bericht verfügbar ist. Commander? Schauen wir mal, was uns die neuen Waffen kosten würden. Okay, wir haben definitiv nicht genug Alien-Legierungen. Wir haben nur noch 6. Und ja, also können wir uns hier sowieso gerade nichts bauen. Ich sollte herausfinden, ob die Truppen ihre Alien-Abschüsse auflisten. Könnte wertvoll für die Rekrutierung sein. Ja, weiter an den Vorräten und jetzt dürfte es dann gleich klingeln und eine neue Mission anstehen. Commander, die Aliens sind ihren Zielen erheblich näher gekommen. Auf der ganzen Welt tauchen neue Advent-Einrichtungen auf. Ja, eine neue Alien-Einrichtung. Gibt wahrscheinlich auch wieder einen Punkt, genau, am Avatar-Projekt. Machen noch immer Fortschritte beim Avatar-Projekt. Wenn wir sie verlangsamen wollen, müssen wir uns beeilen. Ja, wir machen so schnell wie es geht, Bradford. Strategische Ressource gefunden. Sehr schön. Muss aber sagen, jetzt dauert es aber lang, ohne dass wir hier irgendwas machen können. Wir müssen jetzt tatsächlich zum Headquarter zurück und dort scannen. Gut, Intel können wir ja auch brauchen, deswegen ist es nicht so verkehrt. Und Mycella ist auch schon fertiger Soldat. Ich glaube, wir kaufen uns einen Rekruten. Und einen Rekruten bilden wir noch aus. Ist das notwendig? Ach, das ist nicht einmal notwendig. Na, das ist nicht notwendig. Lass mal offen. Jetzt. Guerilla-Einsatz. Endlich! 3 Möglichkeiten haben wir. Ich suche hier einen Ingenieur, Freunde. Da ist er. Sehr gut. Den brauchen wir einfach. Ramsay Bolton. Ich glaube, sein Vater ist eh schon bei uns mit dabei. Schauen wir aber trotzdem, was die anderen genau sind. Also, Westamerika haben wir mittleren Schwierigkeitsgrad, 196 Vorräte und dass wir Rekruten kaufen können, können wir verhindern. Das ist eigentlich total belanglos im Moment. Das heißt, wenn wir das nicht verhindern, auch kein Problem. 196 Vorräte wäre zwar echt eine Marke, aber es gibt einfach was Wichtigeres gerade. Den Wissenschaftler können wir mal so gar nicht brauchen. Wobei, das hätte ich natürlich sehr gern verhindert, aber ja. Und hier ist einfach der Ingenieur mit dabei. Was auch immer dieses Ereignis ist, das werden wir in der nächsten Folge machen.
Da bin ich schon dabei. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Sollte das der Fall sein, dann bitte ich euch doch ein Like da zu lassen oder gar zu abonnieren. Wir sehen uns in der nächsten Folge und bis dahin einfach immer meinem Motto folgen. Keep on rockin'!